Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 4. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Was machen wir denn? Wir gehen erstmal hierher und holen uns die andere Waffe. Wir haben ja in der letzten Folge genau diese Predator freigeschalten. Und da würde ich jetzt auch sagen, die holen wir uns jetzt. Boah, ich muss sie sogar noch kaufen. Freigeschalten und trotzdem noch kaufen müssen, das ist ja ein Witz. Egal, die hat, so merken wir uns das. Da warte mal, die andere. Die ist ja wirklich gar nicht viel besser. Warte mal, vergleichen. Kann ich die vergleichen, wenn ich hier rübergehe? Nee, kann ich wieder nicht vergleichen. Das ist ja gar kein großer Unterschied, oder? Wenn ich jetzt überlege, die Schussfrequenz ungefähr, sei es mal ein Fünftel gefühlt und die Beweglichkeit um die Hälfte gefühlt. Ein Fünftel und die Hälfte. Genauigkeit ist da ein bisschen mehr, Schaden ein bisschen weniger. Und die ist oben gleich, das ist ja gar kein toll. Da haben wir uns diese Dreckswaffe jetzt eigentlich umsonst zusammengefarmt, muss ich jetzt wirklich sagen. Hätte ich auch vorher mal besser aufpassen müssen. Und hier kann man keine Aufsätze wechseln. Das heißt, wir müssen das nehmen, was wir drauf haben. Das ist ja mal wirklich Schmutz. Also da muss ich echt sagen, da hätte ich wirklich, ja, das war meine eigene Dummheit, da hätte ich vorher gucken müssen. Weil man die halt auch nicht vergleichen kann, weil ich jetzt hier nicht gucken kann, zum Beispiel auch vergleichen. Vergleichen und dann gehe ich jetzt hier rüber und schon tappt das raus, gell? Ja, weil das halt nicht von der gleichen Dings ist, aber das ist halt, ja, toll. Toll haben wir es gemacht, muss ich echt sagen. Bin gerade wirklich sehr enttäuscht. Aber war halt, wie gesagt, meine eigene Dummheit, ich hätte gucken müssen. Ich hätte gucken müssen, dass die eigentlich genauso ist. Aber naja. So, was haben wir denn gesagt? Wir brauchen noch. Ja, brauchen wir ja so oder so noch, genau. Da haben wir ja gesagt, gell, da brauchen wir ja sowieso noch Bärenhaut. Ein Tiger brauchen wir auch noch. Ja, da hätte ich wirklich. Oh mein Gott, beschädigtes Fell. Das zählt also gar nicht jetzt. Beschädigtes Fell, das zählt gar nicht. Oh nein. Also dürfen wir die Waffe gar nicht nehmen, okay. Gut zu wissen. Das ist ein Hilferuf. Die Royal Army dringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Bitte melden. Wo war's? Dürfen diese da sogar jetzt angreifen? Oh, was ist denn schon ernst? Ist denn schon ernst, dass die da rein dürfen? Das heißt sogar, wir verlieren die dann. Feuer frei!
Wer muss mit mir reden? Das war knapp. Danke, dass du geholfen hast, den Außenposten zu verteidigen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überstehen. Das hast du dir verdient. Boah, ist ja mal kompletter Witz, dass ich denen sogar noch helfen hier muss. Oh, müssen wir sogar jetzt noch die Außenposten beschützen oder was? Das ist ja noch nervig. Das ist ja wirklich nervig, dass wir noch Außenposten beschützen müssen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man so schon genug zu tun hat, ne? Also, mal so zur Info. Okay, finden wir gleich zwei Mal Bären, sehr schön. Ja, manchmal gibt es die echt wie Sand am Meer, gell? Und manchmal versuchst du 4 Stunden. Okay, wo finden wir jetzt den Tiger? Den Adler könnt ihr behalten, die braucht keine Sau. Sind wir hier langsam? Ne, so ungefähr hier so. Gut, es ist ja immer bloß eine Richtlinie, gell, wo die sein können. Das heißt dann nicht immer, dass die genau. Das heißt dann nicht immer, dass die genau dort sind, da wo das angezeigt wird. Die sind ja da ungefähr dort. Ich meine, die bewegen sich ja auch. Wir haben ja auch schon Jacks gefunden, gell, die keine Ahnung, viele hundert Meter entfernt waren von ihren angezeigten Ort. Und es muss ja auch nicht heißen, dass gerade genauso den Zeitpunkt hier gerade so ein Tiger hier rumstolzieren tut. Das muss es ja halt auch nicht heißen, genau. Ja, ich dachte auch, sie haben den jetzt überfahren. So wie das klang. Ich meine, hier unten kann auch noch ein Tiger sein, gell? Okay, was könnte man denn sonst noch so Spannendes machen? Ja, da hätte ich auf jeden Fall. War halt wirklich meine eigene Dummheit. Da hätte ich wirklich aufpassen sollen. Da hätte ich wirklich aufpassen sollen. Mit der Waffe. War halt echt dumm, gell? Also das ist. Vielleicht können wir ja noch ein paar Karten hier kaufen.
Ja, dann machen wir das erstmal so. Da haben wir jetzt wenigstens erstmal alle Karten gekauft. Da müsste man doch jetzt überall alles sehen eigentlich, oder? Ja, ne? Ja. Das ist wirklich zu gemütlich hier. So viel Zeug. Das ist ein... Easy. Hey, hey, ich muss dir was sagen. Ja, sag mal. Ich bin okay. Das war glaube knapp. Ich glaube, ich bin okay. Mein ganzes Leben lief vor meinen Augen ab. Wir haben es geschafft. Yeah! Yeah! Die verblasen ja aber auch die Munition, ey. Das ist Wahnsinn. Das da vorne sieht doch wie ein Tiger aus. Na, guck mal. Und jetzt können wir was herstellen. Sehr gut. Jetzt Dunkelwasserdrachen. Schneeleopard immer noch. Schneeleopard. Bernhaut Zwoma noch. Und Nebelparder. Wo finden wir den Nebelparder? Da unten. Können wir ja gleich mal hingucken. Da ist sogar einer. Ja, haben wir doch gleich einen. Na, die Frage ist, rennt hier immer bloß einer rum, rennen hier mehrere rum? Das ist jetzt ein bisschen so die Frage, würde ich sagen, ne? Ja, wieder ein Adler, bla 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 bla. Ne, das sind bloß Wildschweine. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, das gefällt mir. Und schön können wir den herstellen. Dann brauchen wir Schattenleoparden. Okay, also haben wir jetzt gar nicht mehr so viel. Schneeleopard, Schneeleopard. Also brauchen wir 4, 2, 5 Schneeleopard. Und 2x Bär. 5 Schneeleopard, 2x Bär. Wir können uns ja noch den Außenposten hier holen, würde ich sagen. Dann haben wir ja hier hinten noch einen Bär, wenn wir noch bis dahin kommen, von der Zeit her. Lass mal das machen und dann vielleicht noch bis dahinter rammeln. Ja, das wäre so vielleicht so eine Versuchung wert.
Genau, genau nach oben. Dieses dumme Kackteil, ey. Feiner greift das dumme Kackteil mich erstmal an, gell? Au! Was? Wer? Oh, war das jetzt noch ein Nashorn oder war das jetzt ein Bär? Oh mein Gott. Ich hab da jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Weil ich jetzt gar nicht damit gerechnet habe. Oh mein Gott, ey. Ich habe jetzt echt gerade gar nicht damit gerechnet. Oh mein Gott, ey. Die Frage ist, wo sind wir jetzt überhaupt? Hier sind wir. Wo wollten wir hin? Dahinter. Das dürfen wir diesen ganzen Kackweg nochmal rennen wegen diesen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Die Frage ist, wenn jetzt hier Krokodile drin sind, gell, oder Alligatoren oder so ein komischer Fisch da. Da läuft sein eiskalt den Rücken runter. Na komm, ihr wisst, da wo hochkommt das Stückchen. Echt gerade die Frage, ey, war das jetzt ein Bär oder war das jetzt noch so ein Nashorn, was uns angegriffen hat? Das Dumme war ja halt auch wirklich, gell, weil die ja gleich auf dieses Nashorn geschossen haben, ne? Die hätten das einfach in Ruhe lassen müssen, aber nein, wir müssen ja unbedingt da drauf schießen. Dann wollte ich dem Nashorn helfen, indem ich diesen scheiß Waren in die Luft jage. Gut, hätte ich so oder so gemacht. Aber was ist das Ende vom Lied? Kriegst voll Eier vom Helm gebraten. Jetzt gehen die mir auf den Sack, die Vögel. Alle Berge. Feigling.
War ja halt auch gar nicht mein Plan, dass die mich mitkriegen, ne? Nein, bleib doch oben liegen. Wo ist der verkackte Alarm? Der muss irgendwo da hinten sein. Okay, hat sich erledigt. Brauchen wir keinen Alarm, sehr schön. Kein Alarm. Sehr schön. Machen wir das. Ja, macht es schon. Feuer! Meine Hände zittern immer noch. Tiger greifen an, ja, bräuchte ich. Nee, brauche ich Tiger? Nee, ich brauche keine Tiger. Kann mich jemand hören? Nein. Es hört dich keiner. Es gab einen Angriff, ich brauche Ich kann ja hier immer nicht jedem helfen. Das wäre ja so schön am Wasser sein, wenn ich ja jedem helfen könnte. Ich brauche auch immer Hilfe. Ja, man kann halt wirklich nicht immer jedem helfen, gell? Ich meine, da wirst du ja hier nie fertig, wenn du dich wirklich nach allen richtest. Da brauchst du ja wirklich Monate, um das Game zu zocken. Okay, warte mal. Haben wir noch irgendwas? Hat man ja irgendwas gesagt? Hier vielleicht hoch zu dem Bären? Mal vielleicht wirklich noch schnell zu dem Bären hochgehen? Dass wir, genau, dass wir gucken, ob wir noch ein paar Bären finden. Ich glaube, zwei brauchen wir noch. Vorsicht! Vorsicht!
Vorsicht! Na hallo! Guck mal, der ist 400 Meter weiter entfernt als von seinem Ort. Deswegen würde ich sagen, wir laufen jetzt einfach. Und gucken, ob wir noch... Na, guck doch. Oh, sogar zwei. Dann machen wir das halt so, gell? Dann machen wir das halt so, wenn die das so wollen. Na, okay, Herstellung. Und jetzt haben wir ja auch drei. Faith und Gulu. Ja, und das andere, das sind jetzt wirklich einfach bloß die Schneeleoparden. Fünfmal. Und Western, dieses. Dann würde ich sagen, wo machen wir denn dann das nächste Mal weiter? Mal wieder etwas mit der Hauptstory. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Da, zu Saba, ne? Dann gehen wir einfach hier hin. Verkauf noch das, was wir nicht mehr brauchen. Mann, du hättest ja wirklich mal nachladen können, ey. Du machst doch schon zur Hälfte fertig mit Nachladen. Dankeschön. So, dann machen wir jetzt hier noch. Genau, siehst du, können wir das nämlich verkaufen. Dann füllen wir einfach nach. Und dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao.